Juhu, natürlich Irrit. Hehe, was ist los? Willst du ausgehen? Wie bitte? Ein Rendezvous, oder bist du etwa noch nie mit jemandem ausgegangen? Ich bin doch kein Idiot. Nicht so richtig. Mach ich einfach das. Nein, nur nicht so ganz sicher. Naja, komm, lass uns gehen. Hey! Heute Abend ist Zaubernacht. Alle Attraktionen sind kostenlos. Wie wär's, ihr zwei? Es geht um Unterhaltungsshow in den Event Square. Komm, gehen wir! Glückwunsch! Ihr seid heute unser hundertes Paar. Ihr beide seid die Hauptdarsteller in unserer heutigen Show. Hä? Oh nein, ist gar nicht schwer. Spielt einfach, was ihr wollt. Der Rest erledigt dann das Assemble. Assemble. Ich kann voll gut Deutsch und Englisch. Hier geht's lang. Hey! Klingt witzig. Komm schon, Claude. Wir machen mit. Typisch Frauen. In grauen Urzeiten erschien ein böser Schatten über dem Königreich Galdia. Prinzessin Rosa wurde vom bösen Drachenkönig Valdoras entführt. Was wird mit ihr geschehen? In diesem Augenblick tritt der sagenumwobene Held Alfred vorbei. Ja, bessere Namen hätten sie nicht ausdenken können. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held Alfred. Hey, du bist dran. Ja, du. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held Alfred. Ich flehe dich an. Bitte, rette Prinzessin Rosa. Bitte, sprich jetzt mit dem König. Oh, sagenumwobener Held Alfred, du bist gekommen, meine geliebte Rosa zu retten. Auf dem Gipfel eines gefährlichen Berges haust der böse Drachenkönig Valvados, mein Gott, der Prinzessin Rosa entführt hat. Aber du kannst den bösen Drachenkönig jetzt nicht besiegen. Wende dich an einen, der dir helfen kann. Nimm mal den Ritter oder den Zauberer. Wen fragst du? Den Zauberer. Ich bin der große Zauberer Bormann. Was möchtest du wissen? Die Schwäche des Drachenkönigs, die Masterprinzessin. Ja, was wird als nächstes geschehen? Oh, sagen wurde hell, sieh nur. Also, die Maus hättest du mir jetzt ruhig sagen können. Mann. Was denn? Du wagst es, den bösen Drachenkönig zu missachten? Kua! Ich bin der böse Drachenkönig Valdos. Ich habe die Prinzessin kein Leid zugefügt. Ich habe auf dich gewartet. Bitte hilf mir, sage, Mona Held. Gut so? Wer ist dein Feind? Sag es. Der böse Drachenkönig, der König, dieser Ritter. Mega, ich nehme zu dem Drachenkönig. LOL! Was? Ich danke dir, du hast mich vom Band des Zauber befreit. Ich bin wieder ich selbst. Schau nur, die Liebe hat gesiegt. Wir wollen zurückkehren und feiern. Ja, wir werden ein Fest feiern. Oh, wie sie macht der Liebe unergründlich. Und wenn unser sagenumwobener Held einfach nicht gestorben ist, liegt der mitsamt unserer Geschichte noch heute. Was soll denn das? Das gibt's doch nicht. Oh, arme Herrit. Hätte ich den Ritter gewählt, hätte ich die Auswahl gehabt, wen er auf die Hand küsst. Und da wäre dann Ehre dabei gewesen und dann hätte er sie auf die Hand geküsst und dann hätte sie gesagt, oh, Claude, Alfred, und wird dann rot. Ich wollte es mal, die lustige Variante. Oh, das war gut, lass uns zu Gondel gehen. Zweimal bitte. Bitteschön, zwei Fahrkarten. Entspannt euch und genießt die Sehenswürdigkeit des Goldsosas.
Konnte man nicht. Ah, doch konnte man. Ach, ich bin Cloud, der Nachdenkliche. Ui, wie hübsch. Mal rausgucken. Jo, leuchtet alles so schön. Rede mit mir. Oh, Silo Cloud. Ganz vergessen rauszugucken. Chocobo Rennen. Red. Ist das hübsch? Jo. Herrlich, nicht wahr? Zuerst hat es mich irritiert, dass ihr euch so ähnelt. Zwei total verschiedene Menschen, die genau gleich aussehen. Die Art, wie ihr sprecht, die Gesten. Ich glaubte, ihn wieder vor mir zu sehen, in dir. Aber du bist anders. Die Umstände sind anders. Cloud, ich bin auf der Suche nach dir. Ich möchte dich finden. Aber ich bin noch hier. Ich weiß, worauf ich hinaus will, ist, ich will dich finden.